Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen, neue Folge Neverball und wir waren stehen geblieben bei schwer Level 7. Verzeihung, Entschuldigung. Also, das Level sieht immer sehr interessant aus. Hoch. Ich glaube, diese Verfolgenkamera, mit der geht das deutlich einfacher, ist meine Einschätzung. Uiuiuiui, Riesenschwein gehabt. Unfassbar. Aber hier haben wir jetzt abgefailt. Ja, also ich komme gerade von draußen. Draußen sind wir super Bombenwetter draußen. Bombiges Frühlingswetter, fast schon wie Sommer. Da bin ich eine Runde Rad gefahren. War nicht viel, vielleicht bloß eine Stunde, wenn überhaupt, vielleicht auch bloß eine Dreiviertelstunde, weil das ist das erste Mal Radfahren dieses Jahr. Und da ist man ja noch nicht so fit, sag ich mal. Halt. Oh. Ja, und da. Ja. Ein bisschen hier durch die Gegend gefahren mit dem Fahrrad. Ich kann das echt nur empfehlen, bei dem Wetter rauszugehen. Morgen wird das ja vielleicht wieder ähnlich warm. Und da spricht eigentlich nichts dagegen, rauszugehen und mit dem Fahrrad zu fahren. Ja. Yeah. Vielleicht trifft man jemanden, den man kennt. Das soll ja auch vorkommen, gelegentlich. Hier kann man eine kurze Pause machen, das finde ich eigentlich ganz gut. An der Stelle. Na? Komm. Los, nein, halt, 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 halt. Das ist eine blöde Kameraperspektive, finde ich. Muss man ja fast schon blind hier drauf. Nein, es geht. Die Zeit wird aber knapp gerade im Moment. Obwohl ich denke, das dürfte gehen. Das dürfte passen. Oh, nein, 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 haben wir es doch noch geschafft. Wow. Das war aber schon bitter. Benutzen Sie die Schalter, um die Plattformen in Bewegung zu setzen. Achten Sie auf das Timing, sodass Sie sich, was? Sodass Sie sich in der Mitte treffen. Ready, set, go. Hä, was ist denn das? Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich weiß aber allerdings nicht, was man hier timen soll. Ich schicke die einfach mal los. Keine Ahnung, ob das gut war. Die hätte ich gerne die... Oh! Das wieder... Ich hasse ja diese Plattform-Level eigentlich. Oh, knapp gescheitert. Ich musste einfach, glaube ich, rechtzeitig bremsen und dann müsste das sich eigentlich ausgehen und einfach schnell drauf hier. Okay. Oh, vorwärts. Mau! Boah. Das ist ja übel, das Level. Rüber, 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 rüber. Ah. Was kann... Wo ist runter? Komm runter, Plattform. Oh, ja, ja, ja. Das hat jetzt... Ah, ich glaube, das kann ich vergessen, aber ich werde trotzdem mal abschicken. Oder? Passt.
Vier Münzen brauche ich jetzt nur noch. War doch nicht so schwer, wie ich dachte, das Level. Okay. Level 9, Ribbit. Was soll das heißen? Ist nicht wahr. Wie viele Münzen brauche ich? 30. Ja, toll. Da drüben müsste ich, das sind dann schon, naja, es reicht noch nie, da drüben die Münzen. Ah, jetzt bin ich ein bisschen unkonzentriert. So, jetzt wird's toll. Wie viel Zeit habe ich ins 30? Das Zurückfahren wird dann das Problem sein. Denn das Hinkommen, das ist ja scheinbar kein Problem. Oder doch? Ich probiere mal eine andere Perspektive, manuell. So, geht das. Halt. Ah. Go. Na, es hat meine. Ah, jetzt bin ich zu weit gerollt. Jetzt auch schon wieder. Oh, das war nochmal knapp gewesen gerade. So, jetzt. Ach, das, die drehen dort um die Plattform. Okay. Halt. Ah, jetzt stehe ich sozusagen mit dem Rücken zur Wand. Ich sehe überhaupt nichts. Das heißt, ich musste relativ blind scheinbar auch einfach mal rüberfahren. Ah, die Perspektive, die war gerade gut, aber es war leider nicht. Es hat nicht gereicht. Was haben wir dort eigentlich für Münzen? Auch nochmal das gleiche. Vielleicht komme ich hier auch einfach besser hin. Das war blöd.
Oi, oi, oi. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch hier wieder in rum. Ja, ich glaube, das klappt nicht. Da bin ich, glaube ich, zu langsam dafür. Halt, 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 halt. Nicht so wild, du Kugel. So, die Plattform wird ist unsere, die jetzt kommt. So, uiuiui. Ah, nein, 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 bleibt drauf. Oh, Leute, 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 das ist unfassbar, was sich hier abspielt. Soll ich was riskieren? Ja, ich muss, glaube ich, auch einfach hierher. So, jetzt habe ich 48 Sekunden Zeit. Um irgendwie da drüber zu kommen. Ich müsste hier doch gleich die rote Münze holen. Hochkonzentriert. Hm, wenn man jetzt wenigstens noch was sehen würde, hm? Jetzt. Obwohl, wenn man es gut timet. Oh! Das wäre es jetzt. Entschuldigt, wenn hier vielleicht ein paar komische Geräusche sind, aber es ist halt einfach so diese. Eieiei. Diese Anspannung oder sowas. Oder dieses Mitfiebern, ob das jetzt nun klappt. Das war jetzt nicht so schlau. Dieses Hin- und Her-Pendeln ist immer auch sehr nervig. So, jetzt. Oh, naja, ich glaube nicht, dass es geht. Halt, 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 halt. Oh, das ist jetzt eine gute Ansicht. Ich muss jetzt einfach irgendwie... Nein! Oh! Oh, das schaffst du doch so nie wieder, ey. Oder? Oh. Man müsste dann dort irgendwie sich auf die letzten Plattformen dort durchmurgeln. Okay, das könnte ja die Taktik sein in diesem Spiel. Ah, wieder runtergefallen. Hier so diese Drehung, das ist eine gut, das so ist jetzt gut. So sieht man nämlich, was kommt. Ah. Oh, schon wieder runtergefallen. Wie blöd ist das denn? Aber so kann es nicht funktionieren. Muss ich mal kurz am Ohr kratzen hier. So ist mich wieder bei euch. Zum Glück spielt man das hier nicht in dem Modus, wo man irgendwie bloß bestimmte Leben hat. Ich glaube, da würden wir ja schon... Ui, ui, ui. Da wären wir, glaube ich, schon 5000 Mal Game Over gewesen oder sowas. Halt. So. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt drauf. Auf die nächste wechseln. So, der hat auch wieder so eine... Ah, huh. Oh, puh. Jetzt sind wir fast am Ziel. Ich hoffe, es klappt jetzt. Yeah! Level 10. Lassen Sie sich nicht herumschubsen. Wie viele Münzen brauchen wir hier? 20. Oh, was ist das?
Okay, ich nehme die Herausforderung an. Oh, mach dich weg. Nein! Ich muss dort in die Mitte, sag ich mal, und mir die zwei blauen holen und dann ist das Level eigentlich gegessen. Oh, Leute, Leute, Leute! Was ist das? Was mache ich hier? Nein! Genial. So, wir schön hier warten. Auf den Punkten sind wir offensichtlich sicher. Oh, ich fieber hier voll mit, ey. So unfassbar, wie das hier ist, das Spiel. Oh, das war, glaube ich, jetzt nicht so schlau. Eine Minute habe ich hier auch noch Zeit. Das heißt, wir müssen relativ Gas geben. Bremsen. Oh. Ich nicht vor. Lassen den mal vorbei hier. Um anschließend runterzufallen. Super. Toll. Nein, ich will die Münze auch noch haben. Und jetzt halt gefälligst an. Anhalten. Oh. Und jetzt langsam, aber sicher runterfallen. Ja, das ist das Ziel in diesem Level. Einfach runterfallen. Da kann man sich dort irgendeine Lücke ausnutzen. Ich fahre mal in die Richtung. Danke. Ah, ich bleib in der Richtung, ja. Ach, die halten dort immer mal kurz in der Mitte an. Oh! Los, 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 vor, 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 vor. Jetzt nur noch irgendwie ins Ziel. Oh. Oh, und das ist mein Ziel. Nächstes Level. Der Ball muss vorstellig in einem Teleporter sein, um ihn auszulösen. Er nimmt seinen Schwung durch den Teleporter mit. Berechnen Sie das ein und dieses Level, Level 11, das machen wir in der nächsten Folge. Cool, also wie gesagt, Level 11 in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Und geht ein bisschen raus bei dem schönen Wetter, Leute. Tschüss.